Vorgelesen aus alten Zeitungen. Feuilleton. Rottweil, 26. Dezember. Heute Mittag nach 2 Uhr wurde ein Werkhaus der alten Pulvermühle durch Explosionen zerstört. 5 Arbeiter wurden teils mehr, teils weniger gefährlich verletzt. Von der kaiserlichen Grenze. Ein merkwürdiger Fall in dem Munde der Leute. Ein Müller findet am Wege einen bekannten Vagabunden seines Dorfes. Er hängt und schneidet ihn ab. Dann noch Leben in dem Menschen zu sein scheint. Auf der Ofenbank des Müllers erwacht der Gehängte, steht auf und erbricht eine Geldlade. Der Müller ist aber auch bei der Hand, schlägt nach dem Entweichenden mit dem Stiefelknecht und trifft ihn so hart, dass er zu Tode hinfällt. Was tun? Der Müller und seine Knechte tragen den Erschlagenen fort und hingen ihn von Neuem an den Baum auf, wo er anderen Tags in den Stiefeln des Müllers gefunden wird. Sollte sich die Sache bestätigen, so dürfte eine interessante Untersuchung die Folge sein. Die Gemahlin des Kurfürsten von Hessen, Frau Gräfin von Schaumburg, hat in Böhmen ein Gut käuflich an sich gebracht. Berlin zählt im engeren und weiteren Polizeibezirk gegenwärtig 396 Straßen und Gassen, 47 größere und kleinere öffentliche Plätze und 25 Brücken. Für Brot wird durch 343 Bäcker, für Trank durch 16 bayerische Bier, 16 Weißbierbrauereien und 9 Branntweinbrauereien gesorgt. An Schankwirten, exklusive der Konditoren, Gasthöfe, Restaurationen und Kaffeehäuser, gibt es nicht weniger als 700 und einige 70. Für die Gesundheit sorgen 421 praktizierende Ärzte. Exklusive der Doktoren für spezielle Übel, wie zum Beispiel 38 Zahnärzte und 39 Apotheken. Von Guyot erscheint ein neues Buch, Shakespeare und seine Zeit. Vorgelesen aus dem Danziger Dampfboot vom 2. Januar 1852, Seite 4.